Hallihallo und herzlich willkommen zurück Hallo, willkommen. bei The Forest. Und ja, in der letzten Folge haben wir einen kleinen Besuch, ja, bei uns gehabt. Einen größeren, unangekündigten Besuch. Einen kleinen Patrouillenbesuch von unseren Kannibalenfreunden. Waren es nicht Einwohner, Ureinwohner? Ureinwohner, Kannibalen, alles. Wir haben jetzt Waren hier so bemalt, angefangen. teilweise. Wir haben jetzt hier angefangen, mal uns ein bisschen aufzurüsten mit so Sticky Holder und dem ganzen Zeug. Ups, ich wollte die gar nicht da. Ich wollte die da reintun. Tu sie Und doch da rein. Lockholder und sowas, damit wir hier immer alles lagern können. Damit wir auch irgendwann mal einen Vorrat haben. Ist das jetzt voll oder habe ich keine mehr? Guck doch in Habe dein ich keine. Inventar. Habe ich keine mehr. Gut. Weil sonst wäre schon die Überlegung, dass man weitere davon baut. Was wir uns jetzt überlegen sollten? Ich nehme mir mal etwas von dem Trockenfleisch hier. Ja, kannst du ja. Lecker. Ich habe ja hier auch eigenes hängen. Ja, Einen das, Fisch habe was ich du da noch. drauf gemacht hast, sehe ich eh nicht. Ja, das ist voll sinnlos. Das ist voll sinnlos. Ich finde, das sollte wirklich, Hast du deine Waffe eigentlich mal aufgerüstet so? Nee, will ich ja nicht, weil das ist die Crepe-Waffe. Dann Weißt du? bau dir doch so einen Knüppel. Wie kann ich den bauen? Das habe ich dir letztens schon mal Ja, gesagt. mit einem Du Stock nimmst und einen einem. Stock und einen Schädel. Ich habe Du keinen hast Schädel. keinen einzigen Schädel. Nee. Warum hast du keinen Schädel? Was ist das denn hier? What the? Was? Was hast du da gemacht? Habe ich nicht gemacht, das war im Inventar. Was? Was ist das? Das ist ein. Eine Waffe aus. Aus Händen und so. Was? Hier. Wo hast du das her? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Sieht aber cool aus. Sieht total badass aus. Ja, damit werde ich die bestimmt vernichten. Weißt du Kleb noch was? ein paar Zähne und Federn dran. Ja, wollte ich gerade sagen. Weißt du was? Ich mache das eben. So. Was? Mit den. Wo ist es hin? Hast du es weggeworfen? Wo ist es hin? Vielleicht war das ein Bug, weil du hattest das ja eigentlich gar nicht. Wie, ich hatte das gar nicht. Naja, du hast dir das nicht gebaut und nicht gefunden, oder? Es war auf einmal da. Ne, ich weiß nicht, ob ich das gefunden habe oder nicht. Ich weiß nicht, seit wann das da ist. Jetzt ist es weg. Verdammte Scheiße. Nein, ich wollte es doch kombinieren. Es war bestimmt ein Bug. Weil Rechtsklick ist kombinieren. Jetzt ist es aber weg. Du konntest Scheiße. es nicht kombinieren, weil es eigentlich gar nicht da war. Doch, es war da. Ich hab's doch genau gesehen. Du hast es Okay, dir nur dann, eingebildet. wir könnten allerdings auch wieder, wir könnten auch versuchen. Stirb, Vogel. Auf das Schiff da zu gelangen, um Seil? Seile und die andere Axt zu bekommen. Vielleicht. Okay, also Seile gab es ja auf dem etwas kleineren Schiff. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Richtung das war. Ja, das weiß ich leider auch nicht mehr. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Wenn du irgendwo so ein Effigy siehst, was die Ureinwohner oder Kannibalen gemacht haben, dann mach das mal kaputt, weil dann kriegst du vielleicht einen Schädel. Ja, klar. Das mache ich eigentlich immer kaputt. Wo bist denn du? Ich komme mal in deine Richtung. Hallo. Gehen wir jetzt hier lang, oder? Von mir aus? Ja, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Hier lang. Durch Wir das könnten uns Wäldchen. natürlich an unserem Haus irgendwie was hinlegen, was anzeigt, in welche Richtung wir erkunden gehen, damit wir beim nächsten Mal nicht wieder da langlaufen. Ja, ich sehe da unten jede Menge Koffer. Gehen wir mal hin. I. Und ein kleiner Teich.
Oh, das ist aber tief. So. Jetzt wieder ein paar Sachen. Ups. Hier ist ein Höhleneingang, oder? Hm. Nö, ich glaube nicht. Was? Da ist so ein Typ. Haut aber wieder ab. Was? Nix. So. Oh, eine Echse. Sehe ich gar nicht. Die ist tot. Naja. Die ist in meinem Inventar. Warum habe ich jetzt Blut an den Händen? Ich verstehe es nicht. Ich habe die Echse so schwungvoll erschlagen, dass dir das Blut ins Gesicht gespritzt ist. Gehört mir. Das ist die Erklärung. Da ist noch eine. Und noch eine. Noch eine, die ist mir. So. Und noch eine. Boah, hier geht's ja richtig ab. Ja, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hm? Und die nächste. Habe ich die jetzt aufgenommen? Die ist im Stein drin. Hol ich. Die ist hier rüber geflogen. Ich habe sie mal für dich aufgehoben. Was? Nein, Mann. Ich brauche auch welche. Oh, ja, das ist doch mehr Musik, als da ich. Sind welche. Da sind Leute. Oh, da ist schon wieder eine Patrouille. 4 Stück mindestens, eher 5. Vielleicht noch mehr. Lass mal Richtung Strand. Na, Achtung, hinter dir. Lass uns mal Richtung Strand irgendwie jetzt hier weitergehen. Gleich so. Ja, okay. Ich musste die kurz töten. Ja, klar. Sie wollte es. Oh oh. Was wollen die denn immer von uns? Sie wollen unser Fleisch essen. Ich esse deren Fleisch. Es geht ja nicht. Ja, ich will aber. Ich auch, definitiv. Das ist auch nur so ein kleiner Teich hier, ne? Ja. So einer, wie wir bei uns haben. Ich, Scheiße, was? Die sind giftig. So, jetzt sind wir hier am Strand gelandet. Oh. Da ist ein Fiji von denen. Mal gucken, ich mach ja, das mal. Ja, mach's mal kaputt. Hä? Du stehst voll weit davon weg. Stimmt gar nicht. Bei mir stehst du ungefähr 5 Meter davon entfernt. Jetzt ist kaputt. So, kann ich jetzt... Hm? Hä? Ich habe jetzt hier aber kein... Ah doch, hier ist ein Schädel. Mit Sticky, ne? So. Mit einem Stock machst du es zu so einem Knüppel. Und dann machst du jede Menge Zähne dran und Federn, wenn du hast. Hier sind auch Vögel. Hier könnten wir Federn kriegen. Möwen. Ja, Moment. Ich will mal eben... Boah, ist gar nicht so einfach, die Federn aufzusammeln. Die fliegen so in die Luft und wirbeln rum. So, verstärken wir mal eben das Ganze. Am besten hebt man die sofort auf, wenn man den Vogel gerade erschlagen hat. Oh, da krabbelt so ein Kannibale über den Strand. Schau mal in meine Richtung. Moment, Moment. Ich bin jetzt gerade. Rüstest du deine Waffe auf? Ja. Das Wetter ist gerade umgeschlagen. Ach du Scheiße, hier ist wieder. Ist wieder dunkel und es wird, glaube ich, auch gerade dunkel. Ich glaube, wir sollten schon wieder zurückgehen. Irgendwie. Damit wir nicht wieder in der Nacht hier irgendwo rumrennen. Aber ich besorge mir hier gerade jede Menge Federn.
Hey, warum? Ich habe schon 12 Federn. 13. Nein, fliegt nicht weg, Federn. Ich geh mal da hinten rüber, da ist auch so eine Stelle, wo die sich hinsetzen. Dann kannst du da in Ruhe Vögel knüppeln. Hey, Alter! Was denn? Töte den Vogel. Triffst du die nicht? Doch. Die setzen sich einem auch teilweise direkt vor die Füße. Oh, guck dir mal den Sternenhimmel an. Voll romantisch so am ja, Strand. Wunderschön. Möwen erschlagen. Ein toter Hai. Kann ich den auch irgendwie... Wie liegt der denn da? Mit den Flossen nach oben. Ist auch sehr logisch. So. Komm schon. Verdammt, ey. Hier liegt Geld am Strand. Und Alkohol. Sieht aus, als gäbe es da hinten eine kleine Insel oder so eine. Ich weiß meinem nicht. Charakter ist auch schon wieder kalt. Gibt's nicht. Wir können doch bestimmt hier ein Feuerchen machen. Ja, wenn es regnet, ist das, glaube ich, nicht so gut. Guck mal, für so ein Basic Fire Gegner. Brauchen ist nichts. Ja. Ist nur einer, oder? Sieht so aus, ja. Ich will auch mal. So, ist kaputt. Hm. 3 Schläge. Ich glaube, ich muss noch mehr Zähne an meine Waffe machen. Guck mal, ich habe hier ein Feuerchen für dich gemacht. Der Wahnsinn. Bringt das was? Bringt das was? Stell dich doch dran. Ich stehe ja dran. Ja? Ja. Ich mache noch Federn an meine Waffe dran. Ja, habe ich schon ein paar. Und jede Menge Zähne. Ja, das bringt was. So. Den Riegel müssen wir jetzt nicht unbedingt nehmen. Lizard Skin. Oh ja, ich kann mir auch wieder neue Rüstung machen. Könnte man mit... Wenn du Blätter hast, dann kannst du dir eine Tarnrüstung machen. Ja, will ich gerade machen. Hä? Warum geht das nicht? Ich brauche doch nur Blätter und... Blätter, den Skin und Tree-Sap, oder? Kein Tree-Sap. Kein Tree-Sap? Nein. Nur Blätter? Mhm. Blätter. Ach so, und da braucht man jede Menge. Boah. Ich habe fast kein Tree-Sap mehr, weil ich jetzt so viele Zähne auf meine Waffe geklebt habe. 27 Federn und 128 Zähne. Du, wie siehst du das denn? Wenn du im Inventar über die Waffe gehst, dann ist unter dem Icon von der Waffe krass. So ein kleines Federnsymbol und ein kleines Zahnsymbol. Krass. Da siehst du, wie viel du schon drauf geklatscht hast. So. Jetzt habe ich auch wieder fast komplett Rüstung. Ich könnte wohl mal was zu essen vertragen. Ich werfe mir mal einen von den Lurchen hier aufs Feuer. Ist das nicht schön hier so am Strand? Das ist wunderschön. Ich bin jetzt gerade noch am Kombinieren. Ich habe hier so eine tote Möwe liegen. Die sieht aus, als würde sie sitzen und die Beine übereinander geschlagen haben. Aha. So, total gechillt. Da kommen 2, 3... Oh, da müssen wir eben Snack reinballern.
komm schon. Ja, schlag mich doch. Ich nehme den rechts. Hey, es hau doch nicht ab. Oh, zwei Schläge. Oh, ja, bei mir auch. Zwei Schläge und er war tot. Das ist schon krass. Wow, Alter, der hat mich voll weggebounced hier. Oh. Na gut. Kaputt. Jetzt möchte ich noch mehr Zähne auf meine Waffe kleben. Ja, irgendwann kann man die halt one-hitten. Guck mal, wie sein Kopf da ins Meer rollt. Können sie auch eben einen... Nee, brauchen wir nicht nur Lurch extra braten. Da rollt ein Kopf. Meiner. Ich brate mir gerade einen Lurch eigentlich. Echt? Vielleicht habe ich den jetzt verbrennen lassen. Da rollt ein Kopf. Ich glaube, ich habe den Lurch verbrennen lassen. Da rollt noch ein Kopf. Kann ich den nehmen oder nicht? Nee. Du musst den nehmen. Du kannst immer nur einen Kopf gleichzeitig tragen. Nimm ihn. Er rollt es. Sie rollen ins Wasser, die Köpfe. Ja, komm. Brate ich mir auch eben ein. Währenddessen kann ich ja nochmal ein bisschen kombinieren. Ich brauche definitiv mehr Tree-Sap. So, mein Lurch ist fertig. Ja, wenn wir Bäume fällen, kriegen wir wieder Tree-Sap. Es wird Zeit für das nächste Projekt, ein Baumhaus oder ja, sowas. Ja, definitiv. Ich bin ja für eine Umzäunung. Irgendwie. Mhm. Klar, ein Baumhaus kann man immer noch machen, aber wir können uns auch so eine Umzäunung bauen. Um das Haus rum. Und dann mit Plattformen können wir dann über die Umzäunung schauen. Und damit wir... Das ist eine coole Idee. Ja, ich weiß. Ich habe dich eigentlich für einen sehr schlechten Architekten gehalten, nach dem Desaster mit unserem ersten Haus. Ja, toll. Wieso denn? Naja, weil das Haus nicht funktioniert hat. Das hat irgendwie funktioniert. So. Hier nehme ich alles mit. Sticky. Es war nicht schöner wohnen im Glück. Habe ich jetzt zwei Serien kombiniert? Habe ich jetzt mein... Ich glaube, ich habe meinen Lizard vergessen. Nee. Oh. Egal. Der ist eh verbrannt. Oh, läuft da ein Hase hinterher? Da sind Gegner. Viele? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall laufen die da bei unserem Haus in der Nähe rum. Du hast doch auch Tarnrüstung jetzt, ne? Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ah, jetzt, ich leg die mal an. Jetzt habe ich die an. Duck dich doch hier so und dann warten wir einfach kurz. Die sehen uns nicht, denn wir haben uns ein paar Blätter auf die Arme und auf die Beine gelegt. Ja, wie ihr seht... Und wir verschmelzen mit der Umgebung. Wir sind unsichtbar. Wir sind unsichtbar. Uns kann nichts entdecken. Sieht total blöd aus, wenn man so im Crouchgang hier lang schleicht. Siehst du das bei mir, wie das aussieht? Nee. Ja. Hammer. Müssten auch mal mit den Pflanzen, die man so findet, ein bisschen... rumprobieren, ob man sich da auch irgendwie wirkungsvolle Medizin kann machen man. Kann. Ich weiß aber nicht genau wie. Also was man dafür alles braucht. Das meinte ich mit rumprobieren. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich mache hier mal die Feuerchen an, damit man auch was sieht. Davon können wir auch noch mehr bauen. Mehr so, mehr Feuer. Mehr Feuer. Legen wir hier mal wieder alles rein. Also Stöcke passen schon keine mehr rein. Ja, ist voll, ne? Mhm. Komisch, dass ich da dir deine Sachen sehe, oder? Muss ich ja eigentlich. Vielleicht können wir auch, wenn jetzt jemand einen Hasen aus dem Käfig, aus der Falle nimmt und in den Käfig tut, kann der andere den dann rausnehmen und essen.
Vielleicht. Kann sein. Boah, ist total dunkel wieder. Ich baue mal einen neuen Stickholder. Soll ich den jetzt direkt davor setzen? Ja, alles an Ja, ein einem. bisschen Abstand, sonst kommt man vielleicht nicht. Aber so. Naja. Nee. Häng nochmal weg. Man sieht nachts echt nichts. Ja, ist echt ein bisschen schwierig. Aber der Sternenhimmel sieht schön aus. So, neuer Stakeholder ist da. So, ich habe schon mal welche reingelegt. Und ich würde sagen, wir setzen hier noch ein paar Feuerchen hin an den Ecken. So, ich setze mal hier eins zwischen. Dann am besten vorne ans Haus irgendwie. Ich habe gerade irgendwas gegessen. Habe ich gehört, ja. Oh. Musik? Gegner? Musik und. Das sind drei. Lass mal, komm mal ins Haus rein. Komm mal. Oh. Hallo? Nee, dann stirb doch. So. Two hit. Da kommt der nächste. Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt wird's hell. Der hat sich verbrannt. Der ist ins Feuer gelaufen. Idiot. Yeah. Kaputt. Weißt du, was wir noch bauen? Wir brauchen, was wir noch brauchen, eine neue Bank zum Hinsetzen. Da kommt noch einer. Komm nach. Er hat sich verbrannt. Ja, und hat mich jetzt irgendwie angefackelt. Ich dachte schon, er macht die gleichen Geräusche wie wir, wenn er sich verbrennt. Ey, jetzt habe ich wieder die Waffe. Und Was? hier liegt noch eine. Vielleicht hatten die die dabei. Ja, nimm doch mal. Warte, hier ist noch ein Gegner. Ach so, sag das doch. Hier ist noch ein Gegner. Ist tot. Okay, wo ist die Waffe? Hier. Da. Wo? Na hier. Schau mal bei mir. Neben dem Stein hier. Genau. Ich sehe hier keine. Ja, dann. Ich will auch so eine Waffe. Mann. Was baust denn du? Hier so Standfeuerchen. Damit man nachts mehr sieht. Aber den Rest lege ich jetzt wieder rein. Toll, meine Haben ganze wir. Rüstung ist schon wieder weg. Ja, meine auch. Haben wir ein normales Feuer irgendwie? Ja, hier drüben. Na, nur da drüben. Dann sollten wir uns mal ein neues bauen am besten. Ja, machen wir jetzt direkt. Vor unser Haus. Ja, hier so neben den Steinen irgendwie. Zwei Stickies noch. Könnten wir aus unserem Sticky Holder holen? Mach ich doch gerade. Mach das an.
Hallo. Er macht das Feuer nicht an. Geht bei mir nicht. Und jetzt? Jetzt ist an. Ich glaube, wir müssen aber die Folge mal wieder beenden. Genau, machen wir jetzt am besten. Jetzt sind wir ja gerade hier schön an unserem Lagerfeuer, ne? Wir bauen alles weiter aus und haben große Pläne. Ja, wir bauen uns dann in der nächsten Folge, fangen wir an, uns eine Stadt zu bauen. Einen kleinen Schutzwall. Was? Nix. Was? Nix. Ich habe gesagt, wir bauen eine Stadt. Eine Stadt, genau. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.